Yu-Gi-Oh! Kann man mit vieles verbinden, jedoch nicht mit Einsteigerfreundlichkeit. Denn das Spiel ist doch sehr komplex und hat sehr viele Regeln und Sonderregeln. Doch jetzt gibt es ja Speed-Duels. Ist die Frage, ist Yu-Gi-Oh! Dadurch leichter geworden? Kann man leichter ins Spiel kommen oder nicht? Denn ich denke mal, wenn man das Yu-Gi-Oh! Spiel jetzt erklären wollen würde, würde das so aussehen. Also zum Beschreiben sagen, ganz einfach hier, Mittel ist das Spielfeld, Linkzone. Also voll einfach. Habt ihr noch Fragen zu den Beschwörungsarten irgendwie? Ich glaube, ich habe vergessen, meinen Hamster zu füttern. Hast du alles verstanden? Ich glaube, ich muss auch noch Konfetti sortieren, glaube ich. Na gut, diese Ausrede wird vielleicht nicht jeder finden, aber ich denke, ja, es wäre ein bisschen zu viel in Information. Doch Speed Duels macht das alles ein bisschen kleiner und kompakter und hilft dadurch, das Spiel schneller und leichter zu verstehen. Ich bin nämlich der Meinung, dass dieses Spiel, also beziehungsweise Speed Duel, die Chance ist halt, dass man leichter ins Spiel reinkommen kann. Vor allen Dingen für Neueinsteiger, aber auch an Leute, die damals schon Yu-Gi-Oh! Gespielt haben, aber halt nach der Zeit rausgekommen sind und gerne wieder reinkommen wollen. Dafür finde ich Speed Duel perfekt. Und um das zu testen, habe ich diesmal zwei meiner Freunde eingeladen, die selber kein Yu-Gi-Oh! Aktiv spielen und auch damals nicht wirklich aktiv Yu-Gi-Oh! Gespielt haben. Und ich habe gesagt, Leute, es gibt ein neues Produkt, ich stelle euch das vor und ihr spielt einfach mal ein, zwei, drei Runden. Und was dabei rausgekommen ist, beziehungsweise wie sie sich angestellt haben, das seht ihr jetzt. Zu Beginn habe ich den beiden das Spiel erklärt und nach ca. 6 Minuten ging es dann an die Deckwahl. Könnt ihr gleich, wichtig, wir wollen die Hüllen ja nicht ab, die Karte nicht abnutzen. Habt ihr ein paar Hüllen, könnt ihr gleich euer Deck einmal einhüllen. Und dann würde ich sagen, mischt ihr, wählt jemand eine Fähigkeitskarte aus und dann geht's schon los. Okay, okay. Nein! Okay, du darfst anfangen. So, sehr gut. Okay. Ich ziehe. Warte mal, am Beginn des Duelles hau ich direkt meine Karte raus. Spitzenleistung. Mhm. auch wenn ich sonst nicht schaffe, diese erste Runde. Aber alle Drachen und Geflügelte, Ungeheuer und Donnermonster auf auf dem Spielfeld erhalten 200 Angriff und Verteidigung. Tja. Und greife damit deinen Herrn der Drachen an. Dann verliere ich 300 Lebenspunkte. Ja, und dann spiele ich nur noch diese Zauberkarte sofort. Und falls dein Monster deinem Gegner Kampfschaden durch einen direkten Angriff hinzufügt. Das ist kein direkter Angriff. Das ist kein direkter Angriff. Es ist vorbei. Okay. Du bist quasi im Grab. Was das denn für eine scheiß Runde? Wenn es dein Hinlegen kaputt gemacht hätte. Das sind so Kackhandkarten. Okay, Revanche. 1-0. Ja, ja, natürlich. Ja, komm, der Verlierer darf entscheiden, wer anfängt. Schön. So eine Kacke hier. Was war das denn? Ihr könnt jetzt wieder neue Fähigkeiten geben. Das war eine Spitzenleistung. Wieder so ein kleiner Grabpächter. Das Herz der Karten angewiesen. Das ist die eine Karte, die ich rennen kann, glaube ich. Okay, also. Ja. Dann spiele ich die Drachenflöte, Drachenrufflöte. Beschwöre bis zu 2 Drachen als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Ja, der Drache muss auf dem Spielfeld liegen. Gezogen gerade. Ich merke schon, worauf das hinausläuft. Und dann spiele ich den Schimmerdrachen als Spezialbeschwörung. Mit 2400 Angriff, mit dieser Spitzenleistung 2600. Mhm. Mach mal nicht kaputt. Wow. Ja. Dann mache ich sie so richtig kaputt. Wow. 4 Sterne und den kann ich spielen. 2600 Angriff. Und ich greife dich an. Was ist das eigentlich für ein Deck? Und ich habe hier nur unnötige Karten wie die hier. Ja, ich mach dich kaputt.
2600. Mhm. Zum 2900 legen. Mhm. Ich verringere meine Lebenspunkte auf 100. Auf 100? Ja. Auf 100. Ich muss zwei Handkarten abwerfen. Pass auf, da muss jetzt echt ein guter Effekt kommen, ne? Aber nein, ich darf nur würfeln. Eins. Und darf jetzt eine Karte ziehen. So viele wie ihr gewürfelt habt, darf er ziehen. Okay. Well played. Wow. Wow. Du gönnst mir nicht mal einen vernünftigen Sieg. Dann lege ich dieses Monster und greife dich damit an. Scheiße. Nein, die sind... Nur, es ist sinnvoll. Grabwächters Vasall. Die sind voll stark. Der eigentlich nichts kann. Dieser Effekt bringt in diesem Spiel, in diesem Duel nichts. Diese Grabwächter sind viel zu OP. Ich fühle mich nicht ernst genommen von dir. Herz der Karten. Hat er schon wieder mega lang. Ich spiele Zeitzauberer. Einmal pro Spielzug. Du kannst eine Münze werfen und das Ergebnis voraussagen. Da habe ich ja so viel Glück. Falls du richtig vorausgesagt hast, zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Falls nicht, lese ich jetzt mal nicht vor. Doch, wird deins zerstört und du verlierst so viel Lebenspunkte wie deine Monster-TK. Okay. Also ich sag... Gerade oder ungerade? Ungerade. Also bei ungerade werden deine. Nein! Alle weg. Toll. Get topped. Entschuldigung. Ja, du kannst nur angreifen. Okay, ich greife dich noch an mit 500 Angriff. Mhm. Jetzt habe ich 2,4, ne? Okay, ich würfe anmutige Würfel. Würfe einen sechsseitigen Würfel. Alle Monster, die du derzeit kontrollierst, erhalten 100 Mal das hier an. Dein Glück gepachtet, ja. Mhm. Komm, also. Ja, 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 ich weiß ja. Dann haben die. 600. Mhm. Also, dann kriegst du 800 plus 1400. Nee, warte. Doch, 200 plus 100. Okay. Und 2-2. Hast du noch 2-2, ne? 2-2. Oh, das hat gereicht. Wie hat es euch gefallen? Also. Ja, komm, vergeht. Also ich finde das Spiel schon nice und ich wollte es ja auch öfter mal wieder probieren, auch wenn für mich jetzt nicht so viele Erfolge dabei waren. Ja, also das war ja auch anders bei mir. Wenn man gewinnt, dann mag man das Spiel natürlich viel lieber. Nee, vor allem das Spiel hat mich irgendwie wieder abgeholt, da wo ich irgendwie aufgehört habe. Ich war ungefähr da bei Fusionsmonstern und so war ich raus. Ja, da habe ich mich halt sehr heimisch gefühlt, wie damals auf dem Schulhof. Und hat man auch die schlechten Monster mal wieder gespielt. Und das fand ich ganz cool. Wirst du das Spiel auch weiterhin spielen? Also ich glaube, ich würde es mir selber nicht kaufen, weil ich das halt damals auch schon gespielt habe und jetzt nicht unbedingt wieder neu einsteigen möchte. Aber ich glaube, vielleicht mal irgendwann am Abend so nochmal gegen... Nochmal eine Revanche oder sowas, da wäre ich durchaus für zu begeistern, glaube ich. Man kann das auch mal mit der Revanche, das finde ich ganz gut, kann man ruhig nochmal wieder machen. Und das Spielprinzip ist für mich jetzt so, also ich mag Spiele, die ich vor allem so fertig habe und wenn mir jetzt jemand sagt, okay, das ist dieses Deck und mit dem kannst du spielen, dann ist das gut. Aber wenn ich mir jetzt selber eins zusammenstellen müsste, wäre mir das, glaube ich, zu viel. Und wenn mein Gegner das dann machen würde, hätte er definitiv einen Vorteil und so. Und da bin ich eher für gebalancete, vorgefertigte oder Sets. Ja. Wie findet ihr das Produkt als solches? Ja, also für das, was drin ist, finde ich das durchaus okay. Ich habe mir ja schon verschiedene Spiele mal gekauft und also wenn man, gerade wenn man da bei Yu-Gi-Oh! Einsteigen will und so und man hat da die Karten drin und es sind schon bestimmte Decks, dann finde ich das auf jeden Fall wert. Ja, also, wenn man neu anfängt und so vor allen Dingen, also das macht auf jeden Fall super Spaß und Yu-Gi-Oh! Hat ja auch, glaube ich, jedem von uns Spaß gemacht und da kann man echt viele Stunden mit verbringen. Da sind 10 Euro oder halt 20, glaube ich, wenn man alles holt. Auf jeden Fall den Spielspaß wert, finde ich. Hilft euch Speedduel, um wieder ins Spiel zu kommen? Also, ich weiß halt nicht, wie das Richtige, das ganze Spiel, sage ich jetzt mal, funktioniert. Aber wenn das jetzt schon mal eine abgespeckte Form davon ist, dann finde ich das gut, weil ich habe es relativ schnell kapiert. Das ist wie bei anderen Spielen. Man muss Spiele ja erstmal irgendwie die Regeln kennen und so. Und das ist hier wirklich einfach. Und wenn, also würde ich auf jeden Fall darauf zurückgreifen, wenn ich Bock hätte, Yu-Gi-Oh! Wirklich in seinem ganzen Umfang
zu spielen, dass ich dann bei diesem Spiel einsteige und das dann erstmal viel spiele, bis ich das dann wirklich, ich sag jetzt mal, in- und auswendig kann, um dann irgendwie weiterzugehen und auf die umfangreicheren Regeln zu kommen. Was ist eurer Meinung nach das Problem, neue Spieler zu erreichen? Das ist halt nicht so präsent wie damals auf dem Schulhof, wo dann irgendwie man zwangsläufig ja mit Menschen zu tun hatte, die andere Sachen gemacht haben. Und jetzt ist es ja so, es gibt eine Yu-Gi-Oh! Community. Und wenn man da nicht so dabei ist, habe ich das Gefühl, bekommt man auch einfach nichts davon mit. Und man kommt irgendwie dann immer nur über Leute rein, die man kennt, die dann damit zu tun haben. Ja, was bleibt zum Schluss zu sagen? Was sagt ihr? Denkt ihr, Yu-Gi-Oh! Ist durch Speedduel einsteigerfreundlicher geworden? Schreibt's mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, vielen Dank nochmal an Devin und Torben, dass sie beide mitgemacht haben. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald. Ciao, ciao.